Sansibar vor der Küste Tansanias. Ein Schmelztiegel aus Orient und Afrika. Lange war Sansibar Teil des Sultanats von Oman, stark islamisch geprägt. Doch immer berühmt für seine religiöse und kulturelle Toleranz. Auch das ein Grund, warum Sansibar zu einem der touristischen Traumziele in Afrika gehört. Seit 2012 ist der Friede nach einer Anschlagsserie auf Christen gestört. Ein Priester starb. Die Attentäter folgten Pfarrer Evaristus, als der auf dem Weg zur Frühmesse war. Sie erschossen den Priester wenige Meter neben der Kathedrale. Weitere Angriffe auf Geistliche folgten. Die radikalen Islamisten gingen auch gegen moderate Muslime vor. Seit der Anschlagsserie stehen Sansibars Christen unter Schock, von dem sie sich nur langsam erholen. Der Bischof von Sansibar, Augustin Schau, sieht nicht allein religiöse Motive als Ursache für die Gewalt. Diese negative Entwicklung ist durch vielerlei Einflüsse entstanden, besonders durch die Politiker, die an die Regierung wollen. Sie denken, wir als Christen, wir als Nicht-Muslime, wir würden die regierende Partei wählen. Wenn wir Sansibar verlassen würden, könnten sie die Wahlen gewinnen. Die Religion wird missbraucht, um politische Ziele zu verfolgen. Die Unabhängigkeit der Inselgruppe ist eines davon. Spannungen bestimmen seit jeher die Union zwischen dem Festland Tanganyika und dem kleinen, bereits teilautonomen Sansibar. Die Christen bilden auf den mehrheitlich muslimischen Inseln nur eine kleine Gruppe. Die katholische Kirche engagiert sich stark im sozialpastoralen Bereich. Und auch in Bildungseinrichtungen wie der Francis-Maria-Liebermann-Schule, die gerade zur besten Schule Sansibars gewählt wurde. Englisch gehört hier genauso zum Unterricht wie Swahili, die nationale Sprache Tansanias. Christliche und muslimische Schüler lernen gemeinsam. Interreligiöses Zusammenleben im Schulalltag findet auch Bischof Schau wichtig. Wenn wir über interreligiösen Dialog sprechen, glauben viele Leute, dass wir uns mit Muslimen zusammensetzen und über Religion unterhalten. Doch die Kinder denken nicht an Religion. Es geht um Freundschaft. Wenn Kinder zusammen spielen, essen, lesen, Dinge zusammentun, dann ist das für uns Dialog. Und auch andernorts klappt das interreligiöse Zusammenleben. Elvis Mingira ist Touristenführer auf Sansibar. Er wartet wie jeden Tag auf seine Gruppe für die Altstadtführung. Der ehemalige Sklavenmarkt gehört fest zum Programm. Kommen einmal keine Touristen, dann zieht es Elvis zur St. Josef-Kathedrale. Er ist gläubiger Katholik. Seine Religion spielt für ihn eine wichtige Rolle im Leben. Genauso wie die Freundschaft zu seinem Nachbarn, Hadar Ramadan. Beide sind im gleichen Alter, kommen aus einem Armenviertel von Sansibar City. Hadar ist Lehrer in einer Koranschule. Im Unterricht vermittelt er seinen Schülerinnen und Schülern auch Toleranz gegenüber anderen Religionen. Unsere Beziehung mit denen, die keine Muslime sind, ist so, dass wir wie Geschwister zusammenleben. Wir wohnen zusammen an einem Ort und wir arbeiten miteinander. Unser islamischer Glaube verlangt nicht, dass die Christen ihren Glauben aufgeben. Es geht vielmehr darum, gute Gespräche und einen guten Dialog mit den Christen zu führen. Es sind junge Menschen, die gemeinsam aufwachsen und Freundschaft schließen, die Hoffnung geben. Hoffnung auf eine friedliche Zukunft Sansibars.